Zu. Jetzt zurück, 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 zurück. Jetzt kommt der Baum runter. Like a boss, like a boss. So, auf geht's. Das schaffen wir zusammen. Hier ist ein großer Stein, sehr großer Stein, sehr, sehr, sehr großer Stein. Es sind ganz viele Pixies unten. Und ich will nicht kaputt gepixied werden. Ich muss mal ein bisschen auf den Bildschirm gucken, sonst falle ich hier irgendwie. Na, die Spinne kommt, 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 die Spinne kommt. Nein, 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 geh, geh weg, geh weg. Geh, ich mag Spinnen nicht. Lauf! Ich meine, roll! Komm, komm, schneller, schneller. Jetzt hüpf! Mann, mag das Spiel nicht. Ist scheiße. Jetzt kommt auch die Spinne dazu, ey. Wo ich sowieso so ein Spinnenliebhaber bin. Ich glaube, ich kreische da wie ein Mädchen, wenn ich die Biester sehe. Gerade die großen, fetten. Alter. Ja, ich komme schneller, komm schneller. Ja, roll, 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 roll. Ah, fuck it! Komm her, komm her, komm her, komm her! Und spring! Rutsch! Fall! Das wird bestimmt mein Lieblingsspiel. Ich irgendwann ausraste. So, jetzt habe ich noch hier so einen Fussel im Haar. Krieg ich den weg? Warte mal. Lassen wir als stylisches Utensil dran. Der hat ihn im Hals gebrochen. Ja, ich habe ein Haustier. Wenn man meine Roomtour anschaut, zeige ich zum Schluss sogar mein Haustier. Müsste. Ha! Mensch, jetzt hast du mich abgelenkt. Ja, ich habe einen Creeper zu Hause. Nee, ich hab... Ja, Herrgott nochmal, wie soll ich denn den Scheiß machen? So hoch da. Und schwingen. Jetzt! Mann! Genau, ein plüschiges Dingsbums wohnt in meiner Wohnung. So, springen wir mal. Alter, totales Jump-and-Run-Spiel hier. Naja, das dürfte ja nicht das Problem sein, außer wenn dieser Stock davon umkippt und mich aufspießt. So wie ich das jetzt schon sehe. Nichts für schwache Gemüter auf jeden Fall. Ich habe eine Idee. Wow. Bisschen kriege ich sowas noch hin. Nein! Oh! Alter. Wie... Gut, wie regeln wir das jetzt? Gut, egal wie wir es regeln, wir sterben hier. Das sah doch mal geil aus, oder? Wow. Ja, nicht Sinn und Zweck der Sache, dass ich hier permanent sterbe, glaube ich, oder? Vielleicht mit hochspringen?
Wäre eigentlich die leichteste Idee gewesen, aber bin ich nicht drauf gekommen. Ich schäme mich. Ach man, jetzt haben wir aber jetzt müssen wir es aber irgendwie hinkriegen, ja. So, jetzt kommt natürlich der Style. Pass auf hier. So, zack, ne? Hoch da, weg, rüber. Und dann jetzt wieder irgendwie daneben. Was? So, jetzt. Puh, schade, dass der Text immer ein bisschen später reinkommt, als ihr schreiben. Als ihr schreibt. Ja, so oft zu sterben wie möglich ist, glaube ich, wirklich das Ziel hier. Hat die Spinne jetzt Roboterarme? Hallo? Na, was bist denn du für einer? Was ein Schelm! Verfolget ihn! Nicht ersaufen, sondern verfolgen. Nein! Die Dinger brennen ja. Gut. Also hinlaufen, zurücklaufen. Er schmeißt mit brennenden Reifen. Es brennt hier alles. Hoffentlich brenne ich nicht mit. Nee, geht nicht gut. Du Spast! Jetzt sind das schon zwei. Hopp. Mal sehen, wie die beiden kriegen. Ich würde gerne mal wissen, wer die beiden sind und worum es überhaupt geht. Oh, ich krieg Schmerzen, Mann. Das ist eine Anstrengung hier. Da ist der Hangman und da oben ist eine Falle. Siehst du? Sag ich doch. Aber ich bin rübergekommen. Warum wollen die beiden mich einfach nur töten? Ich habe eine Idee. Ah, das geht auch nicht. Gut, schnell genug bin ich auf jeden Fall nicht, darüber zu kommen. Wie machen wir das jetzt am besten? Oh Mann, ist das fies. Das ist echt gemein hier. Oder? Jetzt haben wir aber das Problem. Ach nee, haben wir nicht. Ich dachte, weil da drüben ist, die beiden Fallen stehen. Oh, mein Hals, ja. So, wir gehen jetzt einfach mal rüber, verfolgen den Typen. Jetzt zieht er das Seil hoch. Auf geht's. So, jetzt haben wir das Problem. Wir haben irgendwo eine fette Spinne. Und zwei Idioten, die mir total auf den Keks gehen. Und... okay. So funktioniert das schon mal nicht. Das haben wir jetzt mal rausgefunden. Ich habe mal das kleine Dings. Komm, schieb, 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 schieb. Ah, wir fahren auf dem Boot. Wir fahren auf dem Boot. Und ich springe daneben. Na, ah, die kommt ja auch übers Wasser. Spinne, 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 Spinne. Spinne, 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 Spinne. Warum hoch da? Idee, Idee. Na, komm her. Komm her. Komm her, mein Freund. Genau. Das haben wir geschafft! Scheiße! Komm, 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 komm! Ah, Spinne kommt, Spinne kommt, Spinne kommt! Ha! So, mein Freund! Nein, 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 nein! Hallo, Spinne! Muah! Spider-Man gekillt.
So, und jetzt werden wir wieder total abkacken. Pass auf. Oder auch nicht. La 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 la. Hüpf. Und hüpf. Ich komm. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Epic Kill. Genau so. So, mal gucken, was uns jetzt noch überraschen wird hier. Ich rutsche schon wieder irgendwo hin. Ja, gut gelungen. Das war Glück. Das war echt nur Glück. Aber das steckt mir irgendwie im Hintern. Da sind die beiden. Muss! Nein, die Spinne kommt wieder! Selbstmord! Oh Mann. Was mache ich denn jetzt? Der Michel! Der Michel ist da. So, jetzt kann ich mich entweder selbst umbringen oder ich kann der Spinne. Die hat noch ein Bein. Wie bist du mit einem Bein hierher gekommen, Spidey? Hallo, Duty. Ja, komm her, Spidey. Alter! Das dumme Arschloch, Alter. Das war ohne Scheiß. Hat noch ein Bein und kann mich trotzdem noch killen. Ah, ich habe eine Idee. Wir ärgern die Spinne jetzt mal ein bisschen. Wir kommen jetzt mal näher ran hier. Ah! Was? Davon sterbe ich, wenn ich was gegen den Kopf kriege? Was? Wie mache ich denn das jetzt? Kann die sich näher ranziehen? Ah! Idee! Idee, Idee! Komm, wir schuppen einfach mal die hässliche Spinne da rein. Roll, Spinne! Roll! Roll! Oh ja, du geile Spinne! Warte mal, pass auf. Oh, komm her! Oh, Spinne! 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 Das kommt davon, weil du mich vorhin so genervt hast. Oh. Oh. Wie kann ich das Vieh jetzt... Die ist viel zu fett. Aber vielleicht muss ich die umdrehen oder so? Können die irgendwie... Spidey? Lag da oben noch irgendwas, dass ich die runterschuppen kann? Also weit... Ich muss die irgendwie versuchen, hier zu schieben. Problem ist, die will nicht. Ja, nee, das ist nicht die freundliche Spinne von nebenan. Ja, das war ein Spinnenporno. Ja, wie bewegen wir das Vieh jetzt nun am besten? Weil ich muss es ja irgendwie da hinten hinschaffen. Komm, brechen wir einfach das Bein. Komm. Ja, die Spinne kann ich ja nicht dahin locken, weil die momentan kaputt ist. Der fehlen alle Beine und deswegen hüpfe ich gerade auf der rum. Ich will nicht. Ich muss denn irgendwie versuchen, das eine Bein abzureißen. Da könnte ich sie vielleicht schieben. Weil das Problem ist, dass sie mich ja immer noch angreifen kann. Kann ich daran ziehen? Warte mal. Ah, guck. Genau. Haben wir mal so das andere Bein rausgezogen. Jetzt können wir das hässliche Biest auch mal rüberziehen. Was das für ein Spiel ist, Michel, das ist Limbo. Ist ganz witzig. Also ich finde es jedenfalls richtig cool. Bis jetzt. Ja, schade, dass die Nachrichten immer so spät kommen. Das ist kacke. Genau. Jetzt kommen wir da hinten auch rüber. Höpp. Wunderbar. Hat zwar lange gedauert, aber wir kriegen das noch hin. Da ist ein Rabe. Und ein Kind, was da oben noch gefangen ist. Kommt irgendwie ran? Ohne zu sterben? Von oben. Nein! Ich habe Limbo eigentlich schon auf dem PC, aber irgendwie habe ich mich erst rangetraut, als es auf PlayStation rauskam. Und letzte Woche, Donnerstag oder Freitag kam es raus. Glaube ich zumindest.
Hab's kaputt gemacht. Weil das probiere ich bei der anderen Seite auch nochmal. Mir juckt's gerade unter der Mütze. So. Gehen wir nochmal rüber. Vielleicht reißt das andere ja auch ab. Mal, probieren wir mal. Hallo? Ah. Vielleicht komme ich jetzt. Scheint tot zu sein, der Typ da oben, also bringt er uns nichts mehr. Schieben wir eine. Boah. Jetzt kommen wir jetzt hier hoch. Naja, müssen ja nicht jeden retten. Wir haben schon die Spinne gerettet. Ich hätte nämlich das Leben satt gehabt. So, gucken wir mal weiter. Ich habe hier nämlich alles zu tun. 24 Stunden Livestream. Na klar, Dian, so weit kommt's noch. Was ist denn das hier? Schwimmen da Kippen drin oben. Ja, Michel. Die Hauptquest von diesem Spiel ist: Finde die Farbe. Oder verrecke einfach. Achso, ab wie vielen Jahren das Spiel ist, ich habe keine Ahnung. Zombie. Na komm, stirb. Er hat aber noch was auf dem Kopf, sehe ich. Kriege ich nicht ab, na gut. So, dann hüpfe ich halt auf den Leichen weiter. La, 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 la. Wir hüpfen durch die Kante. Also könnt ihr mal... Da unten ist eine Falle. Wenn ich da drauf hüpfe, kommt das von oben runter. Das sehe ich jetzt schon. Wie mache ich das jetzt nun? Weil so schnell kann ich gar nicht hochhüpfen. Außer ich, warte mal. Rüberrennen schaffe ich auch nicht. Also heute mit Besprechung wird sowieso nichts. Weil ich danach hochlade und dann erstmal pennen gehe. Ich habe nämlich noch gar nicht geschlafen. Das Spiel kostet, glaube ich, 8 Euro oder so. So, wie mache ich das jetzt? Das schaffe ich nicht und das Rüberrennen schaffe ich auch nicht. Habe ich noch irgendwas, was ich da vorschieben könnte? Oh, mir juckt die Platte. Warte mal, ich schmeiße hier einfach so ein Kadaver da rein. Ich schmeiß jetzt einfach den Typen da runter. Dann müsste das auch funktionieren. Rutsch, mein Freund! Rutsch in dein neues Leben! Genau, so wird's gemacht. Was haben wir hier für ein Vieh wieder? Was ist da? Was ist das? Es sabbert. Das ist noch so ein Vieh, oder? Nee, dachte ich schon. Gut, wir kommen weiter. Wir kommen voran. Auch wenn es die ganze Zeit nur nach rechts laufen ist. Da fällt doch schon wieder was von oben runter, wenn ich da drauf... Ich war nicht drauf gekommen und es war schon vorher runtergefallen. Das wusste ich also nicht. Machen das jetzt nur. Ja. Gut. Ich muss da anscheinend irgendwas draufwerfen. Oder drauf liegen. Sonst klappt das nicht. Ist hier was zum Ziehen? Ja, ich habe den Toten vorhin getötet. Schaffe ich das da rüber in die Mitte? Okay, sehr ungewöhnlich. Woher wusste ich das jetzt? Woher wusste ich das jetzt mal ohne Scheiß?
Ja, das ist meine ultra coole, super geile Zelda-Mütze. Die habe ich mir gestern gekauft.